Schon kurz nach den Anschlägen des 11. September standen die Schuldigen fest. Osama bin Laden als Drahtzieher und 19 Araber als Attentäter. Die USA werteten die Anschläge als Kriegserklärung und eröffneten in Folge das Feuer in Afghanistan und später auch im Irak. Verschwörungstheoretiker behaupteten, die Kriege hätten den Vereinigten Staaten ganz gut ins Konzept gepasst und bezweifelten daher offiziell die Version, nach der Geheimdienste und Behörden von den Terroristen überrascht wurden. In der neutralen Schweiz, an der Universität Basel, erforscht der Friedensforscher Daniel Ganser mit seinen Studenten alle Theorien zum 11. September, auch die, die man klassisch für Plemplem hält. Guten Tag, Daniel Ganser. Hallo. Um 16.40 Uhr, heute vor 10 Jahren, waren beide Türme des World Trade Center bereits eingestürzt. Was haben Sie zu diesem Zeitpunkt gemacht? Ich habe mich auf mein Doktoratsexamen vorbereitet. Ich habe über die NATO-Geheimarmeen im Kalten Krieg und Terrorismus promoviert. Ja, und vor 10 Jahren habe ich meine Doktorarbeit abgeschlossen. Sie sind Spezialist für verdeckte Kriegsführung. Was war denn heute vor 10 Jahren Ihre erste Diagnose? Ich habe auch einfach den Medien geglaubt. Also ich hatte keine Ahnung gehabt, dass es so viele verschiedene Meinungen zum 11. September gibt. Ich habe einfach mal sozusagen Bush zugehört und erst später zur Kenntnis genommen, dass es doch eine Vielzahl von Stimmen zu diesem Anschlag gibt. Die klassische Theorie ist, es gab ein paar Patzer, es gab Hinweise, die man hätte hören können, wenn beispielsweise die Geheimdienste besser mit der Regierung kooperiert würden, aber insgesamt sind alle überrascht worden, die sogenannte Surprise-Theorie. Was gab Anlass für Sie daran zu zweifeln? Also ich habe eigentlich das 2001, 2002 verstreichen lassen und dann das 2003 haben wir eigentlich als Historiker die Bush-Administration kritischer unter die Lupe genommen, weil im 2003 im März der Irakkrieg angefangen hat und da die Bush-Administration doch sehr offensiv gelogen hat mit der Rede von Colin Powell im UNO-Sicherheitsrat. Da ist sicher einfach ein großer Vertrauensbruch passiert, wo einfach gesagt, es hat Weapons of Mass Destruction im Irak. Und dann hat er später ja zugegeben, dass das falsch ist. Und ja, da ist es aufgegangen, dass die Leute gesagt haben, ja, vielleicht erzählt die Bush-Regierung überhaupt, was sie will. Und die Fragen gingen dann zurück zum 11. September. Aber die Bush-Regierung hat doch, also jedenfalls meiner landläufigen Meinung nach, im Nachhinein geflunkert, beziehungsweise hat Colin Powell da in den UN-Sicherheitsrat geschickt und ihn dann von Massenvernichtungswaffen auf mobilen Einheiten faseln lassen. Glauben Sie im Kern, dass George Bush, als er da saß vor diesen Kindern, sich da Literatur hat vorlesen lassen, eigentlich gedacht hat, das läuft ja prima, so wie wir es geplant haben? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was George Bush damals gedacht hat. Ich denke einfach, als im 2004, das war so ein Jahr nach dem Angriff auf den Irak, der 9/11 Commission Report publiziert wurde. Das ist ein Dokument von etwa 570 Seiten. Das ist ziemlich lang, habe ich das den Studenten gegeben, damit die das mal genau durchlesen. Und da war ich schon eigentlich überrascht, dass das Dokument insgesamt nicht überzeugt, dass also viele offene Fragen da sind, dass der Einsturz von WTC-7 nicht erwähnt ist etc. Das heißt, was George Bush gedacht hat oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle für die historische Forschung. Wichtiger wäre, dass er unter Eid ausgesagt hätte und das hat er verweigert. WTC 7 ist was? World Trade Center Number 7, das ist das dritte Gebäude, das nicht von einem Flugzeug getroffen wurde und das ist eingestürzt am 11. September am Nachmittag. Das war 170 Meter hoch und ging in etwa 7 Sekunden. Das ist mehr oder weniger freier Fall runter und jetzt ist einfach eine Riesendebatte in den USA, warum das eingestürzt ist und wir hatten einfach gehofft in der Forschung, dass das durch den 9/11 Commission Report geklärt wird und diese Hoffnung ist sozusagen enttäuscht worden, weil eben das Gebäude gar nicht erwähnt wird. Und da muss ich einfach sagen, wir hatten jetzt in Deutschland diese Debatte über die Doktorarbeit von ehemaligem Verteidigungsminister Gutenberg, also das Copy-Paste-Problem. Mhm. Und eigentlich haben wir da über wissenschaftliche Standards diskutiert in der Forschung und da muss ich einfach sagen, die 9/11 Commission-Untersuchung vom Sommer 2004, die ist genau wie die Doktorarbeit von Herrn Gutenberg, ist einfach, das ist nicht wissenschaftlich, das ist wirklich einfach, da werden viele Sachen weggelassen, wenn man von 3 Gebäuden nur 2 erwähnt, dann ist das nicht gut genug. Mhm. Also lassen Sie uns die 3 Theorien mal durchgehen. Also die eine, die besagte, die Standardvariante ist eben ganz klar, so wie am Anfang auch gesagt, Osama bin Laden Drahtzieher, 19 Araber als Attentäter, die USA wurden überrascht, anschließend Kriegserklärung, die sogenannte Surprise-Theorie. Es gibt aber auch noch andere. Welche? Also die Surprise-Theorie ist die offizielle Verschwörung. Man muss sich schon auch klar sein, dass es eine Verschwörung ist, wenn sich 19 Muslime absprechen, eben Mohammed Atta und die anderen. Die zweite Theorie heißt Lihob, die heißt Let it happen on purpose. In diesem Falle ist Bin Laden wieder der Drahtzieher, aber auch Bush und Cheney sind kriminell. Sie sehen die Anschläge kommen, lassen sie dann bewusst geschehen, darum auf Englisch eben Let it happen, es zulassen und haben danach diesen Terror
Anschlag genutzt, um Ressourcenkriege zu führen. Kurz gesagt Öl. Öl und Gas und natürlich Finanztransaktionen, Verteidigungsausgaben, Herunterschreiben der Bürgerrechte. Also es ist alles eigentlich vernetzt mit einer Zunahme der Macht bei der Exekutive. Und gibt es dafür einen konkreten Hinweis, beispielsweise, dass tatsächlich Bush und Cheney gesagt haben, okay, das kommt uns gerade gut zu Passe? Nee, das haben sie so öffentlich nie gesagt. Was wir haben als Hinweis ist einfach, dass man nach den Anschlägen sofort gesagt hat, man soll das jetzt mit dem Saddam Hussein und dem Irak in Verbindung bringen. Das hat Rumsfeld eigentlich gesagt, das ist dann später rausgekommen. Das ist aber dann nicht gelungen. Und wir können einfach zeigen, dass natürlich Cheney sich sehr intensiv mit der Energiefrage beschäftigt hat. Er hat den National Energy Policy Development Group geleitet, also schon im Januar 2001, 10 Monate vor den Anschlägen. Da ging es explizit um die Frage, was machen wir denn, wenn die Erdölproduktion in so vielen Ländern zurückgeht? Und das ist ja der Fall. Wo hat es denn noch Erdöl? Und im Irak hat es eben große Felder. Und also diese Debatte, wo man die Energie der Zukunft herholt, die ist älter als der 11. September. Vielen Dank erstmal. Wir sprechen gleich weiter mit dem Friedensforscher Daniel Ganzer über Theorien zu den Ursachen von 9/11. Hier ist der Radio Day. Zum Thema Ein Tag im September. Osama bin Laden und 19 Attentäter haben die Anschläge vom 11. September verübt, soweit die offizielle Meinung und auch die Geschichtsschreibung. Für Daniele Ganzer, Friedensforscher an der Universität Basel und Spezialist für verdeckte Kriegsführung, ist das, wie wir gehört haben, nur eine von drei Theorien, die sogenannte Surprise-Theorie. Über die zweite Theorie, die LIHOP, Let It Happen on Purpose-Theorie, wonach die Anschläge zwar von Osama bin Laden verübt wurden, aber mit Wissen der offiziellen Stellen in den USA, haben wir auch zuletzt gesprochen. Kommen wir kurz nochmal darauf zurück. Herr Ganzer, das klingt doch eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht jetzt konkrete Indikatoren und nicht nur Plausibilitätsgründe oder mal anders gesagt, also welche Indikatoren sprechen dafür, dass es eine Haltung gibt, die Let It Happen erlaubt und unterstützt hätte? Also es gab einen Monat vor den Anschlägen, gab es ein sogenanntes President's Daily Brief, das heißt, der Präsident erhält eben von den Geheimdiensten immer ein Briefing und in einem diesen Briefs war eben dann die Rede davon, dass Bin Laden die USA angreifen würde. Das ist sozusagen etwas, was in der Diskussion im Moment bearbeitet wird, inwiefern hier Bush anders hätte reagieren müssen. Aber weit wichtig ist mir eigentlich die Daten, die von der Operation Able Danger dann eher in 2004 und 2005 rausgekommen sind. Das ist eine wenig bekannte Übung, bei der eigentlich der Militärgeheimdienst Defense Intelligence Agency, DIA, die Terroristen überwacht hat, die in den USA sozusagen vor Ort waren. Und dann haben Leute aus der DIA, sind an den amerikanischen Kongress geraten und haben dem Abgeordneten Kurt Weldon dann gesagt, Herr Weldon, es gab hier eine Operation, wo wir wirklich muslimische Terroristen überwacht haben, aber wir haben die nicht gestoppt und das ist doch irgendwie unsinnig. Und dann hat er das im Kongress sozusagen so auch scharf kritisiert und gesagt, das müsste man dann eben im 9/11 Commission Report sozusagen nachlesen können, was mit dieser Operation Able Danger genau gelaufen ist, weil die hat eben zum Beispiel Mohammed Atta identifiziert vor den Anschlägen. Und dann war wiederum die Debatte über die Qualität des 9/11 Commission Reports. Das heißt, es ist, wenn man genauer hingeht, ist der 9/11 eben doch schon eine ziemlich komplizierte Debatte. Es ist nicht nur einfach, Bush sagt, es war Bin Laden und fertig. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir noch nicht mal über MIHOP geredet, also Make It Happen on Purpose. Ja, MIHOP ist die extremste der drei Meinungen zum 11. September. Sie sagt nämlich, dass Bin Laden gar nichts mit den Anschlägen zu tun hat, sondern dass es in den USA in den Geheimdiensten kriminelle Elemente gibt, dass es auch im Militär kriminelle Elemente gibt und dass die Anschläge inszeniert haben, um dann sozusagen Ressourcenkriege oder überhaupt Kriege zu führen. Und da ist eigentlich bei den Studenten an der Universität immer die Frage, ist es überhaupt denkbar, dass man Terrorismus inszeniert? Also das sind ja immerhin Steuergelder, die an die Regierung fließen, dass dann die Regierung, die ja den Auftrag hat, die Steuerzahler, die Bürger, also uns zu beschützen, dass die sozusagen Terror einsetzen. Da sage ich immer, das ist sehr, sehr heikel. Es ist einfach auch wenig durch Dokumente belegt. Wir haben eigentlich nur einen Beleg aus der Zeit, wo die USA mit Kuba sozusagen im Krieg waren. Da haben wir Dokumente aus den 60er Jahren, die zeigen, dass das Pentagon in der sogenannten Operation Northwoods plante, ein Schiff in die Luft zu sprengen in Guantanamo, also in diesem Hafen in Kuba, und das Castro anzuhängen, um danach eine Invasion zu rechtfertigen und Sprengsätze in den USA hochgehen zu lassen, also in Washington und New York, um das Castro anzuhängen und ein Flugzeug in die Luft zu sprengen. Also es gibt schon Planung, das wurde damals nicht ausgeführt und die Diskussion ist offen. Gut, Sie halten es aber trotzdem für unwahrscheinlich. Darf ich das wenigstens mal so behaupten oder erhoffen?
Nein, wissen Sie, heute ist leider nichts mehr unwahrscheinlich. Also wir haben uns überhaupt nie gedacht, ja, dass es eigentlich also zum Beispiel diese Art von Debatte innerhalb von 10 Jahren überhaupt gibt. Und ich kann nur so sagen, was jetzt in den letzten 10 Jahren in der 9-11-Debatte passiert ist, hat viel damit zu tun, dass wir jetzt das Internet haben. Sie müssen verstehen, die Studenten, die kommen ins Seminar rein und die sagen, ja, ist doch klar, das war Bush, ich habe es auf dem Internet gelesen. Und die Väter der Studenten, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, die sind 50, die Studenten sind 20, die schauen sich die Tagesschau an und lesen die Frankfurter Allgemeine oder die NZZ in der Schweiz. Mhm. Und die sind überzeugt, das war Bin Laden. Und zwischen diesen zwei Generationen haben wir im Moment einen Konflikt, dass also die Söhne das Gefühl haben, die Väter haben überhaupt keine Ahnung, die schauen sich da die Mainstream-Medien an und dort steht das interessante Zeugs nicht drin. Und die Väter haben das Gefühl, sie machen sich wirklich Sorgen über die Söhne oder auch die Töchter, weil die glauben ja jetzt irgendwie alles, was auf dem Internet steht und da steht bewiesenermaßen viel Unsinn. Und die Universität muss wirklich jetzt vermitteln und sagen, machen wir nochmal den Versuch, 9-11 systematisch zu untersuchen. Aber lassen Sie uns wenigstens mal eins systematisch ausschließen, nämlich dass der fundamentalistische christliche Glauben auf Seiten von Bush letztlich der Ursprung, die Motivation dafür war, die Türme in Schutt und Asche zu legen, 3000 Menschenleben zu riskieren, mutwillig in Kauf zu nehmen, um dann dem Islam ein Schnippchen zu schlagen. Sie möchten das ausschließen, oder wie? Ja, gerne. Ja. Ja, ich würde es auch gerne ausschließen, aber wir müssen natürlich jetzt in dieser Debatte aufpassen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, das möchte ich ausschließen, dann muss er eigentlich immer sagen, was ist der Beweis dafür? Und am Schluss sind das sehr intensive Debatten, das heißt, die Leute gehen sich fast in den Kragen, ich habe das hier verschiedene Male auch erlebt und Sie wissen ja, die Schweiz ist denen, das sind ja eigentlich eher ruhiger Leute und man hört sich zu und ehrlich? So, aber bei 9-11 geht's also hoch. Ich mache jetzt einen Vortrag, der sozusagen dann gefilmt wird und in einer amerikanischen Universität gezeigt wird, weil die amerikanischen Professoren, mit denen ich jetzt in Kontakt bin, die sagen auch, wir müssen jetzt mal diese drei Theorien durchgehen und eigentlich schauen, ja, welche Evidenz spricht denn für welche Theorie. Wir haben ja auch das Geständnis von Khalid Sheikh Mohammed, das ist also einer der Terroristen, der eben dann in Guantanamo gesagt hat, Bin Laden war es. Ja, das ist dann wieder eine Evidenz für Surprise und so müssen wir eigentlich alle drei Theorien immer durchgehen, weil bei Guantanamo haben wir dieses Problem vom Waterboarding, das ist dieses Folterinstrument. Also die Debatte, um es ganz einfach zu sagen, ist schon ziemlich kompliziert. Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die drei Dinge, die zwingend und dringend noch ermittelt werden müssen. Also erstens WTC-7, der Zusammensturz dieses 170 Meter hohen Gebäudes. Zweitens Put-Optionen. Es wurde also mit Put-Optionen sehr viel Geld verdient an diesem Tag. Das ist eine Spekulation auf fallende Aktienkurse bei American Airlines und United Airlines. Und die ist nicht geklärt, wer mit denen gehandelt hat, obwohl man das klären kann. Man kann nicht anonym derivative Produkte kaufen. Und die dritte Frage ist John Khalid Sheikh Mohammed. Ist sein Geständnis wirklich wasserfest oder wie kam das zustande? Genug Futter, um für die nächsten 10 Jahre nachzudenken. In diesem Gespräch mit Daniel Ganser. Vielen herzlichen Dank, dem Schweizer Friedensforscher, zu Widersprüchen und Theorien zum 11. September. Alles Gute, Herr Ganser. Danke für das Gespräch. Tschüss.